Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7 Biohazard. So, in der letzten Folge haben wir den Schlüssel für den Zerlegungsraum gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber nochmal hoch in den ersten Stock von dem Haus und schauen uns da nochmal ein bisschen um. Wir hatten ja da die kaputte Schrotflinte gefunden und haben die ausgetauscht in dem unteren Saal gegen die hier. Gegen die nicht kaputte Schrotflinte, sage ich mal. Aber ich glaube, dass wir da oben noch ein bisschen was übersehen haben. Deswegen wollte ich da jetzt nochmal schnell hochgucken und nochmal in den Raum reingehen. Ich hoffe mal, dass diese blöde Jack Baker jetzt da nicht oben ist. Dass er da oben noch rumrennt. Wenn nicht, dann kann ich den Spielstand gleich neu laden. Mal hören, ob ich den irgendwie stampfen höre oder sowas. Na, ich glaube, hier ist clean. Genau, okay, dann würde ich sagen... Ah, okay, da ist auf jeden Fall ein Kraut. Das haben wir gleich gesehen. Sehr gut. Und genau in diesen Raum da wollen wir dann nochmal reinschauen. Und falls ihr das wisst, Leute, wie kann man diese blöde Kiste hier aufmachen? Ich glaube, da braucht man Dietrich oder irgendwie sowas. Ich habe aber nichts. Wo findet man den? Schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn ihr es wisst. Okay, würde ich sagen. Schauen wir hier nochmal rein. Hier wollte ich nochmal reinschauen. Ob wir irgendwas übersehen haben. Ah, das Gebiss. Okay. So. Ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Okay. Die Standuhr im Wohnzimmer haben wir gefunden. Das Buch im Freizeitraum haben wir auch. Jetzt machen wir nur den Zerlegungsraum im Keller. Das ist der letzte Hundekopf. Den haben wir noch nicht. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Okay. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Crawford Long, Allgemeines Krankenhaus, Dalvey. Okay, anscheinend sind die hier mit einem Pilz befallen, also die Mutter auf jeden Fall. Die Margaret. Okay, hier ist nichts. Okay, hier gibt es nichts mehr. Also ich sehe zumindest jetzt nichts hier. Das haben wir. Machen wir hier zu. Ah, okay, was ist das? Brennerkraftstoff. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen,
Wir müssen jetzt hier alles untersucht haben. Wir gehen jetzt wieder runter, speichern einmal ab und gehen zum Zerlegungsraum. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier keinen Besuch oder sowas. Das ist ein Schlangentür, da brauchen wir den Schlangenschlüssel, den haben wir leider noch nicht. Okay. Aber ich denke jedes Mal, normalerweise ist er jetzt nicht hier, normalerweise ist der Jack Baker schon im Zerlegungsraum, also dürfte mir jetzt hier eigentlich nichts mehr passieren. Okay, zwei Köpfe haben wir schon eingesetzt, den dritten, wie gesagt, der muss unten sein im Zerlegungsraum. Okay, ich würde sagen, wir speichern jetzt aber trotzdem nochmal. Und legen aber vorher nochmal ein bisschen was in die Kiste, weil unser Inventar ist knackend voll. Was legen wir denn weg? Das auf jeden Fall legen wir weg. Das Kraut. Nee, warte mal, wir werden jetzt eine flüssige Chemikalie kombinieren. Genau, okay, da haben wir schon mal Platz geschaffen und haben noch ein Heilmittel mehr. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, speichern und ab runter. Was überspeichern wir denn? Ich glaube, wir werden mal das hier überspeichern. Yep. Okidoki. So. Dann gehen wir runter. Hier unten müssen wir ja schon alles gekleant haben. Dürfte uns eigentlich jetzt nichts mehr irgendwie entgegenspringen oder sowas. Ich glaube, hier war das. Genau, glaube ich, hier geht's runter. Ah, ist der Schlangenschlüssel, okay, hier kommen wir noch nicht lang. Hier müssten wir eigentlich richtig sein jetzt. Die Tür haben wir geöffnet. So, genau. Hier war das jetzt die Zwischensequenz in der letzten Folge. Habt ihr bestimmt gesehen. So, und ich würde sagen, weiter geht's. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Hier haben wir jetzt den Jack Baker nochmal gesehen. Könnt mir vorstellen, dass der jetzt gleich wieder kommt. Und wir den gegen den fighten müssen. Müssen wir schon mal schauen. Okay. Ich will mir eigentlich die gute Munition noch aufheben. Was ist da? Flintenmunition. Kraut. Sehr gut. Okay, die ist voll nachgeladen, gell? Okay, die ist voll nachgeladen. Okay. Boah, ey, Alter, was ist hier? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Okay, das ist der Polizist. Flüssige Chemikalie, alles klar. Dann werden wir aber kombinieren. Okay,
Okay, haben wir zwei Plätze mehr und auf jeden Fall. Oh, geht die Tür jetzt wieder alleine zu. So, was ist mit dem hier passiert? Armer Deputé. Fuck. Das sieht nicht mehr gesund aus. Ich hoffe mal, dass der nicht auch noch aufsteht oder was und uns angreift. Okay, hier wird's runtergehen. Wollen wir da schon runtergehen? Schießpulver. Schießpulver. Okay. Ist auch wieder Schlangenstelle. Also Schlangentüren sind hier ganz schön viele. Den kriegen wir aber noch nicht auf. Ah, da ist der letzte Kopf. Nehmen wir gleich mit. Sehr gut. Oh Gott. Er hat schon gar kein Gehirn mehr gehabt. Du kommst hier nicht. Macht der denn da? Oh! Boah, Alter. Wird zu viel. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn komplett. Oh. Was ist denn los, Egga? Oh, und die Energie sieht gut aus. Ist der down oder ist er nicht down? Okay. Du mir eingefallen. Tot. Bleib tot. Geil, kann ich die behalten oder was? Das wäre ja mal nice, wenn ich die behalten kann. Okay, der Kampf ging jetzt eigentlich, muss ich sagen, einfach voll draufhalten. So, was muss ich jetzt hier machen? Was muss ich hier machen? Das X. Ah, okay. Komm, zieh, Egga. Super, das war ja klar. Okay, hier rein.
Das ist der Anfang. Okay. Ja, Roman, der ist jetzt endlich mal wirklich tot. Jetzt gehen wir aber nochmal da runter, weil da unten war noch eine große Tür, glaube ich. Oh, keine Waffe in der Hand. Okay. Oh, die ist auch voll Blut. Naja, okay. Okay, da geht's doch nicht weiter. So, ich würde sagen, zurück und den Hundekopf einsetzen. Okay, Waffen sind nachgeladen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass bestimmt noch irgendwas kommen wird. Ich bin noch okay von der Energie. Okay, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass mir gleich irgendwas entgegenspringt hier wieder. Okay, der hängt da noch. Hier rauskommen. Genau, das müsste der Weg sein. Optimal. Das erste, was ich machen ist, ich gehe gleich speichern jetzt. Oh, was ist denn das? Oh. Was ist denn das? Die alte blöde Kuh hier. So, wir legen weg. Schießpulver. Flüssige Chemikalie haben wir nicht mehr. Also legen wir das erstmal weg. Genau. Ich weiß ja, ob ich den Skorpionschlüssel noch brauche jetzt. Okay, aber wenn ich den jetzt einsetze, dann habe ich eh wieder drei Plätze frei. Okay, dann lassen wir das mal. Ich behalte den jetzt trotzdem mal. Vielleicht brauche ich den später nochmal. Dann würde ich sagen, speichern wir. Und zwar diesen Spielstand. Yep. So. Die blöde Oma hier, die regt mich richtig auf. Glaubst, warum steht die hier mit dem Rollstuhl jetzt auf einmal hier? Kann ich die abballern eigentlich? Ich lasse die einfach. Ich lass die einfach mal. Okay. Wenn man sieht, dass jetzt irgendwie Margaret kommt oder sowas. Boah, jedes Mal denke ich, da ist irgendjemand mit dem blöden Ventilator da. Okay. So, letzter Kopf eingesetzt. So Leute, wie es aber hier draußen weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall erst in der nächsten Folge an. Bleibt dran, es wird immer spannender, finde ich. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Ansonsten, ja genau, bis zur nächsten Folge. Ciao, Servus, euer Andi.